Wir wieder am Start. Dara mit Monet. Das letzte Mal wieder dieser Meme-Song, gar keinen Bock. Darauf hatte Frostbeu auch gar keinen Bock. Diesmal mit Gigi Rush, Digga. Richtig Wahrscheinlich Bock. zwei Parts, mal schauen. Fängt schon mal heftig an, ich wollte nur sagen, Gigi ist übrigens Angelos Lieblingswort. Gigi! Macht er immer. Das ist genau sein Lied, Digga. Gigi! Gigi! So, fängt nicht schlecht an. Hat ein bisschen Luciano-Vibes, wie er so die Tracks ne, so ein bisschen gemacht hat. Ich hab nur ein Wort gehört. Krank, Digga. Aber sobald bei dir, Digga, eine Frau was sagt, oh, heftige Stimme! Direkt, ja. Digga, dieses andere Feeling aber, ne? Kommt richtig nice rüber, finde ich. Ich bin gespannt. Ich habe noch nicht viel gehört, aber mal gucken. Das war übrigens afghanisch, meine Freunde. Ich habe übrigens Insider-Infos, dass Dardan wohl jetzt mit Stream anfängt. Heftig, doll. Oh ja, stimmt. Irgendwas hatte ich gesehen gehabt von ihm. Lässt sich das von jemandem einstellen gerade oder so? Er will angeblich auch mit Knossi was machen und so. Ach stimmt, bei Knossi wird er auch, genau. Bei ihm wird sein, auch Kanal heißt, sein Kanal heißt Hypnotize. Sein Kanal. Hab ich Insider-Wissen von Tamasconi. War da gerade Hava im Hintergrund hin, ne? Ist ein anderer, oder? Bestimmt schon Schluss wieder bei denen. Er macht Auge. Komm, lass aber das Lied jetzt hören. Digga, heftiger Weg. Aber dieser Beat, ne? Ich weiß nicht, wo. Ich kann mich. Digga, ich. Ja, so ein Beat gab's, glaube ich, noch gar nicht jetzt in letzter Zeit, ne? So im Deutschrap, so in der Richtung. Letzte Zeit erinnert, gar nicht, Mann. Das aber erinnert mich, weißt du, an was mich das erinnert? Das erinnert mich an Desert Rose von Sting, Digga, dieser Beat. Ja, sowas von Digga. Älteres, so. Erinnert mich auch irgendwas. So, Dings hier, wie heißt der, Digga? Der dieses Tarzan-Lied gesungen hat und so. Wie heißt er noch? Weißt du, wen ich meine, den alten da? Alexander Klaas, oder was? Krank, Digga. Digga. I can feel it coming in the air tonight, Digga, das Lied heißt das. Das hat doch nicht Alexander Klaus gesungen, Digga. Heftig, Digga. Brutal, Digga. Phil Collins, danke, Digga. Phil Collins, mit dieser Drum, Digga, da, genau. Er sagt einfach alle, Bro. Ich weiß nicht, welche Tatsache du kennst, Digga. Er hat doch Tatsache gespielt. Alexander Klaus. Er war doch im Musical Tatsache. Verbrachte eine Weile im Ghetto, schreibe Geschichte mit meinem Fratello. Über 30 Grad, doch mir ist kalt. Auf jeden Fall, Digga, wir haben das Lied jetzt wirklich, ne? Nicht mal 30 Sekunden, glaube ich, gehört, aber so viel schon geredet. Ich sehe schon Kommentare. Digga, wir haben gelabert immer die ganze Zeit. Wir haben gelacht, man versteht gar nichts vom Lied, Digga, und ihr stoppt immer so viel. Nein, das Gute ist, wir werden besser. Dadurch werden die Videos länger. Ja. Zum Beispiel jetzt könnte ich wieder was zu seiner Uhr sagen, aber ich sag's nicht. Ja, ich könnte auch sagen, dass unser allererstes Video mit Dardan anfing. Komm, wir gucken sogar. Bring uns auf die Whitelist. Ja, Baby, komm, tanz. Tanz. Slow wind die ganze Nacht für mich. Digga, aber dieses Feeling vom Song ist todesheftig. Geiler Sound, geht auch richtig gut rein, finde ich. Man hört das richtig so doll, Digga. Also diese Drum, Digga, hört sich geil an. Ist doll, oder was? Doll, ich mag's doll, ja. Ich seh dich, Girl, du hast es dir ausgesucht. Sie verlässt mich ja ähnlich, sie liebt die Aussicht im W. Weißt du, an was mich auch der Beat jetzt erinnert? Kennst du dieses König der Löwen-Spiel auf PC? Dieses ganz, ganz alte? Da, wenn du so nachts im Dschungel bist als Simba, Digga, da kommt genau so eine Musik. Heftig. An alle, die wissen, was ich meine.
Wenn du nachts alleine bist mit Alexander Klaus, meinst du? Komm dann. Und du mit Tabasconi und Lambi, Digga. Aber warum wird gegen Tabasconi geschossen, Digga, ist die Frage, Digga. Weil er zwei Spice verfehlt hat, er weiß, wovon ich rede. Da haben wir nichts damit zu tun, Digga. Soko Disco. Okay, ich bin in der Lobby wie der Weltboy. Aber heute bin ich nur mir selbst treu. Oh. Rush Hour als nächstes. Ja. Also auf jeden Fall, der erste Teil war richtig krass, ne? Ich finde auch, diese Kombi ist todesheftig. Ich glaube, das wissen die auch selber, deshalb machen die weiter. Ja, die passen gut zusammen von den Stimmen her. Ist gut, Alter. Da dann so ein bisschen härter, so auf den ein bisschen. Und Monet halt extrem sanft, so, ne, auf den. Sanft. Passt schon gut. Sanft, wie Alexander Klaas. Ja, hier, Rush Hour EP haben die rausgehauen. Aha. Hotel, gar kein Bock, Rush, Gigi und Nick La Police. Heftig. Yeah!